Sarah Ferguson verriet jetzt im Gespräch mit der ITV-Sendung Newswomen, dass sie der Queen, vor deren Tod versprochen habe, sich immer um ihren Ex-Ehemann Prinz Andrew zu kümmern. Sie habe diese Zusicherung gegeben, da auch ihre Majestät ihren zweitältesten Sohn immer unterstützt habe. Das tat die Queen auch dann noch, als der 63-Jährige wegen seiner vermeintlichen Verstrickung in den Epstein-Skandal in öffentliche und familiäre Ungnade gefallen sei. Fergie gab Queen vor Tod Versprechen. Ferguson beteuerte in der Show, dass sie in seinen dunkelsten Zeiten für Andrew da war, obwohl sie kein Paar mehr seien. Wir sind länger geschieden als verheiratet und ich glaube an diese drei wichtigen Dinge: Kommunikation, Kompromiss und Mitgefühl. Das ist es, was ich mit Andrew mache. Und weiter, wir verstehen uns, weil er in der dunkelsten Zeit meines Lebens immer für mich da war. In der dunkelsten Zeit seines Lebens werde ich für ihn da sein. Die Königin von England war für ihn da, seine Mutter. Ich sagte zu seiner Mutter, bevor sie starb, ich werde für ihn da sein. Ich werde ihm auf seiner Reise helfen. Wir legen alle Reisen zurück, wir müssen nur mit Freundlichkeit und ohne Urteil da sein. Ferguson fügte hinzu, dass sie zu dem von Skandalen geplagten Andrew stehe, da sie sicher sei, dass er ein guter Mann ist. Kümmert sich auch um Corgis der Queen Sarah Ferguson und Prinz Andrew, die die Töchter Prinzessin Beatrice, 34, und Prinzessin Eugenie, 33, zusammen haben, trennten sich bereits 1992 nach 6 gemeinsamen Jahren und ließen sich 1996 scheiden. Das Ex-Paar lebt außerdem immer noch zusammen, in der Royal Lodge in Windsor. Die 63-Jährige blieb ihrem Ex-Gatten trotz ihrer Scheidung nahe und schloss eine enge Freundschaft mit der Königin, bevor sie im September im Alter von 96 Jahren starb. Sie kümmert sich jetzt um die Geliebten, Corgis der Monarchin, Sandy und Monique.